Jedes Jahr zur Winterzeit spielt sich seit vielen Generationen das gleiche Ritual in unzähligen Familien ab. Nein, wir meinen nicht das christliche Weihnachtsfest, sondern dieses Gelage, das das Zusammenkommen der Familien meistens eben auch begleitet. Frühstück, Mittagessen, Kuchen und Abendessen gehen fast nahtlos ineinander über. Kurze Anstandspausen dazwischen. Da wird leider oft gestopft, was das Zeug hält. Und wenn man schon denkt, es passt nichts mehr rein, dann hört man sich plötzlich sagen, du, reichst du mir nochmal die Schüssel mit dem Sahnepudding rüber? Oh Mann, ist das lecker. Aber fatal für unsere Figur und den Zuckerstoffwechsel insgesamt. Weil das seit vielen hundert Jahren in Europa so ist, hat sich der Mensch nach der Unterstützung aus der Natur umgeschaut für diese Völlerei. Und er hat ein Kraut gefunden, dessen Geruch deshalb fast sinnbildlich für die Winterzeit steht, der Zimt. Ja, richtig. Denn der Zimt kann viel mehr als einfach nur lecker schmecken. Er wärmt uns innerlich und regt die Verdauung und den Stoffwechsel an. Das hilft dann bei der Verarbeitung der Kalorienmassen. Die Zimtsterne haben also einen ganz festen Hintergrund. Deshalb macht es viel Sinn, den Forever Blossom Herbal Tea mit der Hauptzutat Zimt und der Artikel Nummer 49 immer dann zu trinken, wenn man eine Fastenkur unterstützen will. Oder normale Diäten oder eben einfach nur, wenn mal ein wenig kürzer getreten werden soll. Erleben Sie mit diesem Tee, warum Menschen seit 5000 Jahren auf Zimt als Gewürz vertrauen. In unserem Herbal Blossom Tea wird ausschließlich der gesunde und sehr teure Ceylon-Zimt verwendet. Es gibt nämlich auch den wesentlich billigeren und ungesunden Cassia-Zimt aus China. Den findet man übrigens oft in Fertignahrung. Also, selber backen hält gesund. Jetzt kommt aber die wichtigste Zutat, die dem Aloe Blossom Herbal Tea den Namen gegeben hat, nämlich die voll aufgeblühten Blüten der Aloe Vera. Diese sanft basischen Blüten kommen uns gerade recht nach einem stressigen und übersäuerten Tag. Die Kräuterweisheit dieses Tees ist aber dann noch lange nicht am Ende. Denn in den luftdicht verschlossenen Sachets finden sich dann noch die duftenden Orangenschalen, Gewürznelken, Brombeerblätter, Fenchel, Ingwer, Kardamom und die Kamille. Diese Mischung ist voller leicht flüchtiger und anregender ätherischer Öle. Deshalb die Einzelverpackung. Wenn man sich die Zeit nimmt, über diese Kräuter einmal im Internet nachzulesen, dann wird einem bald klar, dass man hier auf einen echten Kräuterschatz gestoßen ist. Und es wird auch klar, dass sie nicht nur aus Geschmacksgründen in diesen Weihnachtsgerichten zu finden sind, diese Gewürze. Deshalb wirkt der Aloe Vera Blossom Herbal Tea mit der Artikel Nummer 49 auch ganz ohne Koffein anregend. Auf der Packung steht ein Beutel pro Tasse. Wer es intensiv mag, ist da gut bedient. Aber wir beide trinken ihn am liebsten mit einem ganzen Liter Wasser. Morgens einmal aufsetzen und dann auch gerne über den Tag verteilt kalt genießen. In den heißen Sommermonaten kann man zusammen mit einer gefrorenen Mischung aus Waldbeeren oder Himbeeren aus dem Supermarkt auch einen köstlichen kalten Früchtepunsch zubereiten. Das ist das Richtige für Ihr nächstes Sommerfest. Der beste und leckerste Tipp kommt für die kalten Wintermonate, aber von der 78-jährigen Senior-Managerin Ilse Pausen aus Norddeutschland. Ihr Tipp: Ein Beutel Aloe Blossom Herbal Tea in eine Thermoskanne zusammen mit einer Scheibe Apfel und einem Schuss Rum dazu. Da wärmt nicht nur der Zimt und der Ingwer. Fassen wir zusammen. Der Aloe Blossom Herbal Tea mit der Artikel Nummer 49 regt mit seiner Kräutermischung den Stoffwechsel an, ohne Koffein, ist begleitend zu Diäten, aber auch nach Völlereien. Mit einem Liter Wasser beugt er Dehydrierung vor und ist in dieser Mischung auch besonders gut für die Haut.